So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Wir sind heute auf dem Weg nach Hildburghausen, da habe ich einen Termin, 10 Uhr. Dann holen wir das Muttertier direkt ab, weil am Wochenende wieder Backlash ist, die WWE Großveranstaltung. Und ich möchte einen Mega Simsala Community Raid machen. Mal gucken, vielleicht in Hildburghausen, dass man da mal wieder ein bisschen Abwechslung reinbekommt. Der kleine Mann ist schon ganz gespannt, endlich die Oma wieder zu sehen und mal Hildburghausen wieder zu sehen und keine Ahnung. Pupsi fährt heute mit dem neuen Auto und mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ihr wisst, ich fahre an jede Arena ran. Pupsi ist da immer, ah nee, mach du dann später. Mal gucken, welche Arena wir finden, ob wir eine finden oder ob ich dann doch später in Meiningen den machen muss, aber egal. Mega Simsala heute am Start. Ich werde wahrscheinlich 2 Stück machen. Ein fürs Video, ein so, dass ich noch ein bisschen Energie habe, dann den Mega zu entwickeln, ein paar Tage ineinander, dass er auch Stufe 3 wird. Bibi! Jetzt müssen wir Pupsi suchen, wir müssen jetzt extra einmal um den Block zum Auto. Krass. So, ihr wisst, mit Kind dauert alles immer ein bisschen länger. Vor allem, wenn man an jedem Gebüsch anhalten muss, dass er da erforschen kann, wie grün die Blätter sind, wie weich die Blätter sind, was es überhaupt für Blätter sind, ja, der kleine Naturbursche. Aber wir ziehen weiter, L.A. Night, hier, jetzt sogar freihändig. So, Termin ist vorbei, war richtig genial. Was noch genial ist, wenn du einmal in Hibo bist, Lutz, Imbiss, Lutz, Döner für 5,50 Euro extra scharf, musst du mitnehmen. Da sieht man Pupsis Auto. Na, hier, Lutz, Döner vom Lutz. Vielleicht kann ich euch auch mal unausgepackt zeigen. Ach, so habe ich ja gerade. Hahaha, ausgepackt. So, jetzt seht ihr den Döner auch mal ausgepackt. Das ist der Lutz Döner. Hier extra scharf, immer rot. Sieht halt jetzt nicht so appetitlich aus, ne? Keine Ahnung. Vielleicht muss man ihn mal auf die Bank legen und sagen, das ist der Lutz-Döner. Hey, den kennt ihr vielleicht noch von der Goldenen Meile. So, wir haben es natürlich nicht geschafft, in Hildburghausen einen mega Simsala-Raid zu finden. Wir sind zurück in Meiningen. Es ist jetzt hier 17 Uhr, 17 Uhr irgendwas, keine Ahnung. 11 Uhr wollte ich einen Raid machen, jetzt ist 17 Uhr. Danke Pupsi, aber als Wiedergutmachung gab es diese super geniale Chorizo Pizza. Die gab es im, soll ich sie dir vergessen? Penny. Habt ihr schon mal im Penny diese Pizza gesehen? Die werde ich irgendwann mal testen. Und Pupsi hat sich aus dem Getränkemarkt hier noch irgendwie so Afri-Cola mitgenommen. 3 Stück. Guckt euch mal diese komische Form an. Das ist ja richtig hier so, keine Ahnung. Ich habe gedacht, Afri-Cola gibt es überall. Sie sagt, nee, die ist mega selten geworden. Und ja, die werde ich jetzt mal aufmachen. Marc, kannst du mal nehmen? Na, ich habe doch 2. Wenn du sagst, du kriegst sie nicht auf, mache ich natürlich so. Und dann ist sie auf. Und dann kannst du deine Afri-Cola trinken. So. Sieht aber irgendwie fresh aus mit dem Deckel. Da denkst du erst, das ist eine Cola-Mix mit Zitrone. Zitrone und Cola, richtig lecker. Ich weiß gar nicht, wie die schmeckt. Ich glaube, ich habe noch nie Afri-Cola probiert. Muss nämlich, Dankeschön, jetzt ist es meine, super. Schmeckt auf jeden Fall anders als normale herkömmliche Cola. Irgendwie, ha, wie Zitrone, genau. Ich muss jetzt die Leute adden für den Mega Simsala Community Raid, die Kamera irgendwo anbringen. Der Himmel sieht auch aus, ich weiß nicht. Heute ist nicht so heiß, heute ist nicht so brutal. Hier ist das Muttertier übrigens. Das habe ich ja gesagt, das holen wir ab. Da wir ja am Wochenende auch den Wrestling gucken wollen. Warte, da muss ich aber los. Was ist denn? Du mit deiner Schwimmweste, pass auf, dass du nicht ersäufst. So, ich puste, die will immer pusten. Wir pusten gleich, wenn die Kamera aus ist. So, da stehen wir da, Handy ist am Start. Da ist auch schon einer in der Lobby drin. Mega Simsala, sieht so genial aus. Ich werfe jetzt hier den Pass ein. Ich lade hier die Leute ein. So, einsetzen, Matze, ab ins Tierheim, Shenaya, Krieber, Wurex. Die Shenaya lasse ich nochmal raus, die lade ich erst gleich ein.
im zweiten, also nicht zweiten Durchgang, aber wenn ich halt wieder einladen kann. Denn, jetzt muss ich mal kurz hier drauf, guck dir das mal an. Ich habe den Raid gepostet, der ging 17.04 Uhr auf. Ich habe ihn auf 17.15 Uhr gepostet. Dann tragen sich Leute ein, dann sind wir schon da. Ich denke, okay, wir können ja auch 17.10 Uhr starten statt 17.15 Uhr. Und dann 17.08 Uhr will ich in die App. Da macht das einfach Update. Dann ich habe gedacht, das schaffe ich nie im Leben. Plötzlich spinnt Shenaya, ne? Dann kommt Linus. Jetzt muss ich Shenaya doch einladen. Und so ist die Geschichte entstanden auf jeden Fall. Da seht ihr mal, was das für ein Stress ist in Pokémon Go. Wenn man versucht, irgendwie vor Ort zu raiden. So, das ist Shenaya. Jetzt habe ich aber theoretisch noch 4 Plätze frei. Wer ist denn hier noch online? Hier 22, RIU, Pokerhunter, Alidon, Anime-Fan. Die 4 laden wir einfach noch ein. Hier drüben drücke ich einfach auf bereit. Mega Simsala, müsste ja ein Psycho-Pokémon sein. Aus dem Kopf heraus würde ich sagen, gegen Psycho, Mewtwo ist auch Psycho, habe ich immer Despota genommen. Despota ab Armee, Unlicht, Biss, Knirscher, mittlerweile Biss, Wirbler. Was haben wir hier? Wir sehen lauter Despota mit BK, das heißt eigentlich Biss, Knirscher. Wir sehen Hundemon mit Unlichtattacken. Wir sehen Darkrai mit Unlichtattacken. Aber Geist würde, glaube ich, auch funktionieren. Und auf dem anderen Handy habe ich ja auch Skelabra, Gengar, Trikefalo als guter Unlichtangreifer. Nochmal Skelabra, Despota. Also, ich finde, Unlicht ist einfach richtig guter Typ. Despota-Armee muss deshalb unbedingt am Start sein. Hat ja auch einen C-Day gehabt. Ansonsten alternativ habt ihr ja Trikefalo. Weil Lichtel hatte auch einen C-Day. Müsste auch gehen. Gleichzeitig ist Mega Simsala einfach mega cool. Sag ich. Erinnert mich halt an irgendwelche alten Jackie Chan-Filme mit dem heiligen Sensei, der da rumfliegt und sein Zeug macht. Und das Darkrai kann man ja nicht tauschen, müsste ich als Darkrai da war geradet haben und das beste Darkrai auf Level 40 gezogen haben. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel IV das hat. Der Main hatte immer ein 100er nach 663 Raids. Der hier hat kein 100er, aber ich glaube, der hat trotzdem 15 Angriff. Vielleicht ein 96er mit 15 Angriff auf 4000 einfach so gezogen dann mit den freien Sonderbonbons aus den täglichen Raids. Das funktioniert auch. Ihr müsst keine 600 Euro für Raids ausgeben für einen 100er. Es tut auch ein 93er mit 15 Angriff oder ein 96er. Das erreicht auch relativ hohe IV und weiß ich nicht, ihr habt einfach mehr vom Leben. Ja, ihr habt weniger Stress. Oh hier, Wald. 17,12. Ich weiß den 100er Wert jetzt nicht. Wir werden das jetzt hier fangen. 225 Mega-Energie. Ich werde, glaube ich, nachher noch ein zweites machen. Ich habe wieder unterschiedliche Fangbildschirme. Bei dem hier ist eine richtig dunkelgrüne, saftige Wiese. Mit lauter Bäumen im Hintergrund. Die Bäume haben alle Blüten und der eine Baum, der ist auch richtig so violett. Hier habe ich eine richtig hellgrüne Wiese. Kein einzigster Baum zu sehen. Ach, das seht ihr ja selber, wenn wir es so drauf haben. So, nehmen wir das mit. 17,11 ist auf jeden Fall schlechter als hier drüben, weil das ist ja 17,12. Versuchen wir es noch einzutüten. Einfach fabelhaft getroffen. Ihr seht die Grasbüschel. Ich muss mich immer noch ein bisschen an die neuen Hintergründe gewöhnen. Ich finde, manchmal ist das Pokémon irgendwie versteckt. Du siehst das gar nicht richtig. Mittlerweile finde ich manche Hintergründe doch ganz gut. Das hat 15 Angriff, aber das ist nichts. Ich glaube, ich habe ein 100%iges Simsala. Jetzt muss ich mal kurz schauen. So, genau. Hier habe ich damals ein Simsala erlöst. 100%. Das kann ich nehmen und das kann ich mega entwickeln. Mache ich jetzt auch hier für dieses Video. Und wie gesagt, ich werde dann in der Raid-Gruppe noch einen zweiten Mega Simsala machen. Ja, guck mal, Thumbnail, oi, 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 oi. So, für das Thumbnail mal kurz verrückt spielen. Da ist er jetzt, 4700 und der ist noch nicht mal Max. Da geht noch was. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Bock auf Mega Simsala? Oder werdet ihr Kabukime-Raids machen die nächsten Tage? Schreibt's mal in die Kommentare. Oh, ab ins Tierheim, beste Freunde. Lass mal, wie es ist. Brauchst du kein Glücksei. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.